Hallo und herzlich willkommen zu Teil 65 des Let's Plays GTA 4 mit Weakling-Praktikant Tommy und ja wahrscheinlich der nächsten Mission bei Ray Boccino, denn sonst haben wir im Moment auf der Map nicht viel zu tun. Ich würde es ja fast bevorzugen, mit dem Taxi weiterzufahren, weil der Wagen hier ist eh nicht so doll. Da haben wir doch eins. Ja, pass auf, wir fahren erst noch gerade beim Waffenladen vorbei, und zwar in Algonquin. Von da aus kann man ja fast schon zu Fuß zu Ray laufen, aber ich... Sorry, man. This is the close I can get you. Ja, ist perfekt. Ja, ich schau mal, wie wir es machen dann. Ja, wir wurden ja in der letzten Folge noch vom Taxi überfahren. Deshalb fehlt uns die Weste. Oh, und jetzt haben wir zwei Mitteilungen. Das ist interessant. Ruf mich an, ich brauch dich, Nico. Von wem kam die? Na, von Kiki schon wieder. Ich habe nichts Oh Gott. Okay, okay. Okay, okay, okay. Ey, mit Kiki habe ich erst im letzten Teil was unternommen. Aber die ist halt schon wichtig, ne? Ich gehe mit dem Essen, das geht am schnellsten. Dwayne? It's me. You hungry? Wanna grab some food? I thought you must have lost my number, son. Been a long time. Too long. Don't matter. Sure, man, I'm kinda hungry. I need to eat in the next hour, so come then. Cool, I'll swing by your pad. Dann mal auf. So, Dwayne. Ist natürlich nicht gerade um die Ecke, aber egal. Das machen wir jetzt. Ich denke gerade an Dwayne, Ray, Kiki. Das wäre jetzt, glaube ich, so mein Plan. Ob der Bestand hat oder noch was anderes dazwischen kommt, das weiß ich natürlich nicht. Das werden wir sehen. Oh mein Gott. Papi Carmen will ausgeführt und verwöhnt werden, ruf sie an. Ey, jetzt geht's aber echt ab. Ich muss sagen, in den letzten Folgen hatten wir ja tendenziell eigentlich ein bisschen Ruhe von den ganzen Leuten. Aber jetzt kommen sie wieder alle auf einmal aus ihren Löchern. Entschuldigung. Ja. Oh Gott. Es ist natürlich schon fast die Frage, ob wir irgendwie noch umdisponieren, aber... Aber mit drei Leuten ausgehen, ist schon nervig. Das ist schon auf jeden Fall nervig. Ja, und zwar gehen wir essen beim Burger Shot. Life is hard. Sure. I mean, I was never set an example. Prison, they had me doing all this therapy bullshit, discussion childhood, you know? That sounds fun. My childhood, I saw my dad beat my mom. I saw her try so hard. I remember once she got popped some golf clubs because his friend had some. Thought he could be refined and shit. He was a pimp who couldn't read. Fuck only knows what she was thinking. And you know what he did? He broke them over her back. Fucking animal. I was glad when he died. Life is tough.
damn straight. Ja, klingt nach einer schönen Kindheit. Not really the healthy option, eh, Nico? For real, I'm too hungry to care. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er sich darum kümmert. okay. Also merken, Burgershot ist vielleicht nicht unbedingt das Richtige für Dwayne. Ich bezweifle nur, dass ich mir das merken werde. Ja, war jetzt aber halt auch einfach das nächstgelegene. Insofern soll es mir recht sein. Oh nein, wo will der denn jetzt eigentlich hin? Das ist aber nicht nach Hause. Oder doch? Das ist jetzt auf jeden Fall nicht so weit weg. Passt schon. Hey man, good chilling with you. We should do this again. Hit me up soon, son. Wir hatten ja auch mal diese Mission mit Dwaynes Ex-Freundin. Da hat sich jetzt aber auch nichts weiter draus ergeben. Ich muss jetzt einmal gerade schauen, Interesse halber, hat sich bei Dwayne jetzt was verbessert? Dwayne Sympathie 74%, ja. Supi, haben wir 4% dazu bekommen, aber in der letzten Folge 10% verloren. Wo sind wir jetzt? Hier. Und wir haben 23.25 Uhr. Ich ruf mal Carmen noch an. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch geht, aber... Hello, you want me to take you out on a date? You try to quit Carmen, but you keep coming back like a crackhead to the pipe. Sure, Nico. Carmen gonna go on a date with you. Come pick her up from her place in the next hour. Alright, see you then. Bräuchte ich aber wahrscheinlich einen anderen Wagen, oder? Also wäre nicht verkehrt. Oh. Der hier sähe gar nicht so schlecht aus. Ich meine, kleidungsmäßig werden wir nicht groß bei ihr landen können, aber immerhin passt der Wagen dann halbwegs. So. Ich meine, so super geil ist der Wagen jetzt natürlich auch nicht, aber da muss sie jetzt einfach mal mit leben. Oh, fuck. So, sag mal, wie um alles in der Welt fahren wir denn hier? Ah ja, okay. Kommt mir jetzt aber doch vertraut vor. So. Ich hoffe, die Dame ist jetzt damit einverstanden.
Okay, let's get started. Wo sie Spaß hat, das war hier. Ist zwar jetzt auch ein bisschen einfallslos, da... You'd look better with no pants than those things. There ain't no point in trying to save money on your shoes, Nico. Girl gonna be able to tell. You look real sophisticated in them new glasses, baby. Okay, also so lala. Ja, ist auf jeden Fall grundsätzlich etwas einfallslos, jetzt schon wieder in den Stripclub mit ihr zu fahren, aber auch das ist jetzt eigentlich das Naheliegendste, so ziemlich. Nein! Ja, tut mir leid. Auf geht's. You really like these strippers, don't you? Ich dachte, du gehst gerne hierhin. Please, have a drink on the house. See you soon. Okay, amüsier dich und besuch deine Begleitung, wenn du bereit bist zu gehen. Oh nein, da kommt schon wieder jemand. Geh an mir vorbei. Ja, super. So, lass uns gehen. Carmen? Nein. Hi, sweetie. Nein, 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 nein. Möchte ich nicht. Möchte ich nicht. You don't know what you're missing. Ja, doch, weiß ich. Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Dann nix wie raus hier. Komm, Carmen. Ja. Hervorragend. Ist eigentlich auch kein schickerer Wagen vorhanden, dann bleiben wir bei dem. Genau, das ist das Problem. Shit, Nico, I really need to get out of here. I need to move. You leaving Liberty City? How could I leave Liberty City? There's nowhere else to go, except maybe Los Santos. Girl like me could do good there. Real good. A lot of people think that, Carmen. I'm not sure how true it is, though. It don't matter because Carmen ain't leaving Liberty City. She just needs to get her a place in Algonquin. They're so expensive, though. I can't afford that shit on my nurse's salary. Prices are crazy in Algonquin, but who cares? The other boroughs are more interesting. Bullhand's just interesting if you don't got any aspirations. I want to live in the real Liberty City. I want to live in Algonquin. You couldn't rent me a place there, could you? If you got me a place, you'd have me all to yourself. We could have a whole lot of fun. Carmen, I have enough problems looking after myself. I can't afford to support you as well. That's too bad, honey. Too bad. Tja, tut mir leid, baby. I think you know what I'm thinking. How about I come in? Get in here, now. All right. Me gusta, me gusta. Papi, papi. Like this, don't you? Carmen likes this. Me gusta, papi. Was fun. So, so weit, so gut. Schade, doch, da ist er. Da ist ein weiteres Taxi. Sehr gut. Und jetzt fahren wir endlich zu Ray Boccino. Ja, danke. You
You sure this guy's all right? I'm telling you, the guy's good. You check them out? Hey, here he is right here. Phil Nico. Nico Phil. So you're the guy who got jumped for a couple of million? Yeah. You gonna pop me for it? No, I've heard good things. Some odd friends, but you know, what are you gonna do? You're right. I've been keeping bad company. Oh, you mean this guy? He's okay. Well, he pays up, and he ain't gone states yet. Very funny, ha-ha. Listen, we got a lot of missing money, and we got a problem with these fucking bikers. And I've got the problem finding someone. Yeah, I nearly got something on that. So we sent some of our boys after the money. Maybe you can deal with the bikers. Calm them down. They're causing trouble on the corner of Vauxite and Exeter. Sure. Otherwise, you and Raymond here got a serious problem. The boss has got to get paid. Even when people forget to tell them about things they're working on. I don't bust my balls. What's the point of talking about things unless they become real? I'm sure. Yeah, I'm sure. You're sure, Phil. You of all people. Now, what the hell does that mean? Nothing. I mean, come on. You're a guy who knows what's what, right, Phil? Yeah, take okay. it easy. Hmm. Der Boss. Ich könnte mir ja fast vorstellen, dass man den Boss vielleicht kennt. Oder müsste man wissen, wer der Boss ist? Oder ist das der Pecorino? Nee. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Oh, der fährt sich ja wieder hervorragend hier. Ah, die Biker beruhigen kann ja eigentlich auch nur wieder bedeuten, sich mit denen anzulegen. Ist ja nicht so, als hätten wir nicht schon genug Ärger mit denen gehabt. You took something that belonged to my employers. Shit! That's the cocksucker that Johnny ripped off of the diamond loot. Hey, why don't we see if he can keep up with some real American bikers? Oh man. Here we go again. Ja, in der Tat. In der Tat, here we go again. Jage und erledige die Biker. Was? Ja, das war ja der Knaller. Okay, springen will gelernt sein.
Mann. Ah. Das war unglücklich. Ja, die Maschine hat jetzt auch schon ganz gut was mitgemacht. Sehr schön. Sag mal, hat der ein unverwundbares Motorrad oder wie? Ey, das kann nicht sein. Ah, okay, ruf mal erst Ray an. I got rid of those bikers for you. Johnny wasn't there though. The other guys are meant to be taking care of him. Don't worry about it, Nicky. Gut. Gut, gut, gut. Machen wir uns keine Gedanken. Ist ja schon irgendwie witzig, dass man hier in den Zug einsteigen kann. Ich würde jetzt eigentlich bevorzugen, hier den Fußweg zu nehmen. Ray, okay. Hey, Nicky. You've been a decent earner for me and I appreciate that. I'm throwing you a bone. What are you waiting for? Throw it. There's some fellow called Talbot. Talbot Daniels over in the Triangle. Aha. He said to me for about 10 G's and he says he might know something about Florian Kravitz. Florian? Your days of searching are over, my friend. This guy should point you in the right direction. Interessant. Oh nein, jetzt bin ich schon wieder in einer Mission. Das hatte ich mir jetzt wiederum nicht so gedacht. Hey Roman, can you do me a favor? Anything for you, cousin. Just name it. You want some women? I met this. He's not that. I'm coming to collect you from the apartment. Oh nein, warum nehmen wir den denn mit? Oh, das läuft jetzt alles etwas anders, als ich mir das gedacht habe. Ich hatte gehofft, dass wir hier irgendwo noch einen Fressstand sehen, aber irgendwie ist da nichts in Sicht. So, diesmal mit Helm. Vorbildlich. Ach, eine zweite Mission. Das behagt mir ja gar nicht so sehr. Ich muss mal schauen, wenn das jetzt hier sehr lang wird, dann würde ich das vielleicht auch wieder in zwei Teile aufteilen. Zum Beispiel hier jetzt an dieser Stelle.